Die würden wahrscheinlich sowas rauslassen wie: Wir gehen weiter, wenn's uns passt, verdammt doch mal, du Miststück. Was würde ich dann tun? Obwohl ich leise schluchzte, begriff dieser idiotische Mensch immer noch nicht, dass ich an ihm vorbei musste, um einen gottverdammten Thunfisch ranzukommen. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Okay. Und das? Ja. Am besten, wir kühlen das jetzt erstmal. Auto. Ganz wichtig. Ein großes, schönes Auto. Großes Auto. Ja. Eine schöne Wohnung. Ja, hallo. Manchmal frage ich mich, was er wohl gerade so denkt. Ob er wie alle Männer alle 7 Sekunden wirklich nur an Sex denkt? Wobei wir Frauen den Männern auf diesem Gebiet, glaube ich, in nichts nachstehen. Wir sind genauso versorgt wie sie. Oder sagen wir moralisch flexibler. Aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte.